Hallo und herzlich willkommen zum heutigen 14 Uhr Talk beim den Grazer Linux-Tagen 21 in Saal 3. Wir haben jetzt einen Vortrag von Marco Horn zum Thema Bitcoin sicher langfristig aufbewahren. Marco Horn beschreibt sich selbst als mit Berufs- und SUSE-Erfahrung seit 1995, arbeitet in einem Unternehmen namens Coinfinity, was schon vielsagend dafür ist, dass er sich auf die digitale Währung Bitcoin spezialisiert. Und die digitale Währung hat ähnliche Probleme wie die echte Währung. Was ist, wenn man sie verliert, wenn sie gestohlen wird oder man sonst irgendwie keinen Zugriff drauf hat? Und um uns diesen Problemen ein bisschen auseinanderzusetzen, erklärt er uns heute, wie man die sicher und auch langfristig aufbewahren kann. Bitte, Marco. Vielen Dank. Erst einmal, ich freue mich, dass ich endlich mal bei den Grazer Linux-Tagen einen Vortrag halten darf und nicht nur wie bisher dabei bin, obwohl selbst das Dabeisein ist schon toll. Danke für die Gelegenheit und ja, willkommen zu meinem Vortrag. Ich wollte euch ein bisschen mitnehmen, worum geht es eigentlich bei diesem Vortrag? Wie kann man in unserer Situation als Linuxer, wie kommt man da überhaupt mit Bitcoin in Berührung? Und ja, als Entwickler, viele von euch schreiben ja mehr oder weniger große Open-Source-Projekte, da ist es interessant, dass man viel über Kryptographie an sich lernen kann und man kann auch relativ schnell Spenden für sein Projekt entgegennehmen über Bitcoin. Und das ist eine Möglichkeit, die ist super schnell aufgesetzt, da muss man sich nicht damit herumschlagen, ob der Zahlungsdienstleister gerade seine Spielregeln ändert oder was auch immer. Es ist natürlich auch für Unterstützer interessant. Das ist etwas, was ich in den letzten Monaten öfter mal probiert habe. Sobald mir irgendein Projekt imponiert, wo ich sage, das möchte ich gern unterstützen, ist es sehr einfach möglich, da irgendwelche Spenden rauszuschicken. Das finde ich auch sehr interessant und schon hat man da irgendwo einen Bezug zum Bitcoin. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ob ihr das kennt, aber im Bekannten- und Familienkreis ist man ja oft genug als der Linuxer, die Linuxerin, diejenigen mit, ich habe da was gehört, wie funktioniert das? Das ist doch so technisch, erklär das mal. Oder noch besser, die kommen dann drauf zu und sagen, ich habe da was gekauft, was mache ich damit? Und da ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Worum geht es in diesem Vortrag nicht? Es soll keine Werbung für Bitcoin sein. Das können andere Leute besser. Bin ich ganz ehrlich. Ich gebe auch keine Anlagetipps, Kursversprechen. Damit verschone ich euch. Das ist auch hier nicht das Thema. Was interessant ist, aber leider den Rahmen sprengen wird, und ich habe nur 40 Minuten, ist der Energieverbrauch und andere Schattenseiten, was immer wieder durchaus kontrovers diskutiert werden kann. Und die gesellschaftliche Bedeutung von Kryptowährungen allgemein, ob sie unsere Zukunft sind oder doch nur eine Spekulationsblase, lasse ich hier auch mal außen vor. Klar, worum geht es dann? Ganz simpel, ein paar Hinweise möchte ich geben, wie man das eigene Risiko sinnvoll abschätzen kann. Und da sehe ich einen Balance zwischen drei, sagen wir mal, Extremfällen, die man im Auge behalten soll. Man möchte sich den Bitcoin natürlich nicht stehlen lassen. So dieses, den Public Key oder den Key, den Private Key irgendwo fotografieren oder gleich irgendwo rausposaunen, auf Facebook veröffentlichen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn es weg ist. Man möchte sich aber auch nicht selber aussperren. Da hat jetzt der Florian in der Einleitung schon mal darauf hingewiesen. Man ist für sich selber verantwortlich in dem ganzen Kryptowährungsumfeld. Da gibt es niemanden, der einem irgendwo ein Backup wiederherstellen kann. Wenn die Keys weg sind, sind sie weg. Und das ist nicht zu unterschätzen. Wir haben alle so die Bilder im Kopf von den Leuten, die jetzt Müllhalden durchsuchen wollen, weil sie vor Jahren meine Festplatte weggeschmissen haben, in der Hoffnung, dass sie da noch was finden, weil das war damals vielleicht 100 britische Pfund wert, jetzt sind es 5 Millionen. Und dann lohnt es sich. Und ein Punkt, ihr seht es vielleicht, ich bin auch nicht mehr der ganz Jüngste, dann kommen solche Gedanken zwangsläufig. Was passiert eigentlich, wenn einem völlig überraschend irgendetwas passiert?
Das kann ein plötzlicher Todesfall sein, aber es könnte auch irgendwo etwas anderes sein. Dass man nicht mehr in der Lage ist, sich an die geheimen Passphrases zu erinnern, die man ja sich extra dafür gemerkt hat, damit es nicht geklaut wird. Tja, und wie kommt man dann an diesen Schatz heran? Man hat keine Instanz, die man fragen kann. Und ansonsten indirektes Ziel, etwas, was ich bei der Vorbereitung für diesen Vortrag gemerkt habe, es macht wirklich, wirklich Spaß, sich irgendwie als Entwickler mit dem Thema Bitcoin Blockchain zu beschäftigen. Und da gibt es sehr viel Open Source Quellen, es gibt sehr, sehr viel Dokumentation, die frei verfügbar ist, und dann sprießen automatisch die Ideen für eigene Experimente. Ja, grob, damit man das mal versteht, worum geht es eigentlich bei den Bitcoin-Aufbewahrungen. In der Kryptowelt spricht man von Wallets, und Wallets sind an der Stelle gedacht, das ist eine Software, die die Adressen und die dazugehörigen Private Keys verwaltet, damit man mit den Adressen etwas anfangen kann. Eine weitere Aufgabe einer solchen Wallet ist es, dass sie die Blockchain selber im Blick behält und schaut, ist da jetzt etwas Neues dazugekommen, wie viel Amounts liegen denn eigentlich in den Adressen, die mich interessieren. Dazu müsste man, aber komme ich später nochmal dazu, wie die Bitcoin-Welt aufgebaut ist. Das ist jedenfalls etwas, kann man alles per Hand machen, das übernimmt aber klassischerweise eine Wallet für einen. Das Programm macht man auf, der listet alle Adressen auf und sagt, wo liegen welche Amounts herum. Die Amounts selber liegen nicht in der Wallet, sie liegen in der Blockchain. Und last but not least, so eine Wallet ist dann interessant, wenn man halt mit dem Bitcoin-Netzwerk auch interagieren möchte, wenn man die Bitcoin irgendwann auch ausgeben möchte. Und da ist der erste Weg und für manche Leute auch der einfachste Weg, ich wende mich an einen vertrauenswürdigen Anbieter. Da kriege ich dann eine hübsche Web-UI, und mit dieser Web-UI kann ich mich anmelden, habe dort meinen Username, Passwort, und der kümmert sich im Hintergrund um die ganze Technik. Pro, ich habe einen Ansprechpartner und der kümmert sich drum. Contra, ja, ihr als Linux-Enthusiasten braucht da, glaube ich, kein großes Futter für, was alles dagegen spricht, wenn man etwas irgendjemandem überlässt, der sich drum kümmern soll. Das könnte losgehen für die Börse kann gehackt werden, der Anbieter kann gehackt werden. Oder ich habe in dieser Web-UI dasselbe Passwort verwendet, was ich auch für Facebook verwende, und das ist eh schon bekannt. Das ist halt etwas, ja, kann man machen. Grundsätzlich gilt in der Bitcoin-Welt eigentlich not your keys, not your coins. Und an der Stelle sitzt der Anbieter daran und verwaltet die Keys. Eine Stufe interessanter wird es, wenn man sich das auf dem Smartphone anschaut. Und hier rede ich jetzt von echten Wallets auf dem Smartphone und nicht nur von einer Web-UI, wo ja doch wieder das alles beim Anbieter liegt. Der große Vorteil dabei, ein Smartphone hat man eh eigentlich dabei. Und wenn man irgendwo mal irgendetwas bezahlen möchte, hat man die Wallet dabei. Contra, klar, das Smartphone an sich ist ein grundsätzlich sehr unsicheres Gerät. Und da würde ich als Denkanstoß mal mitgeben, wie oft kommt es eigentlich vor, dass man die Bitcoin ausgeben möchte? Wie spontan passiert das? Nach meiner Erfahrung und für das, wie ich gestrickt bin, ist es eigentlich sehr selten, dass ich das von einer Sekunde auf die andere außerhalb von meinem Rechner entscheide. Und das ist eigentlich der große Punkt, der für die Smartphone-Wallet spricht, dass man sie halt dann dabei hat, wenn man die Bitcoin ausgeben möchte. Ja, die Wallet am Linux-PC ist dann schon mal ein bisschen interessanter. Zum einen, ich habe nicht nur die Möglichkeit, die Wallet-Software dort laufen zu lassen, sondern auch gleich die komplette Blockchain im Auge zu behalten. Wir reden bei der Bitcoin-Blockchain derzeit von einer Größenordnung von 1 Terabyte. Das könnte bei einem Smartphone eng werden.
aber auf deinem Linux-Rechner ist dafür eigentlich genug Platz. Dann kann man natürlich speziell, wir als Linuxer, das Ganze mit Docker, mit KubeOS schön zusätzlich absichern. Wir wissen da eigentlich besser, was wir tun, und das ist nicht ganz so der große Einfallsvektor für Schadsoftware, wie es das Smartphone ist. Kontra, man ist noch immer sehr oft online. Und alles, was online ist, ist prinzipiell von außen erreichbar. Wir reden von 10 Milliarden Menschen. Und 10 Milliarden davon haben heutzutage Internetanschluss. Da vielleicht die Idee, die Wallet muss ja nicht unbedingt Tag und Nacht laufen. Braucht sie nicht. Eine Stufe weiter kommen dann die Hardware-Wallets dazu. Da gibt es einen Markt, der ist sehr interessant, und ich habe es unten mal etwas flapsig formuliert. Es gibt da eigentlich Lösungen für jedes beliebige Level an Paranoia. Also da habe ich schon Sachen gesehen, die überhaupt gar nicht physikalisch mit dem Rechner Kontakt aufnehmen, sondern wo man zum Signieren von Bitcoin-Zahlungen dann wirklich entweder QR-Codes auf beiden Seiten austauscht oder mit SD-Karten hin und her schiebt. Wunderbar. Also von einem Strom-Only-USB-Kabel über einen Adapter, dass man die USB-Hardware-Wallet über eine Batterie laden kann, damit ja nicht irgendwo eine Verbindung zu einem Netzwerk existiert. Da ist viel dabei. Contra, es ist halt wahnsinnig umständlich zu bedienen. Je nachdem, wie man drauf ist und wie es einem gefällt. Und ja, man kann das Ganze natürlich noch weiter nehmen. Paper Wallets. Grundsätzlich reicht es, wenn man weiß, da will ich nachher ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was man sich eigentlich merken muss, damit man teilnehmen kann. Dann kann man das Ganze auch komplett ohne Hardware lösen. Man kann die Daten auf Papier sammeln und hat dann eine komplette Trennung vom Internet. Dann kostet natürlich das Ausgeben der Bitcoin etwas mehr Zeit, weil dafür muss man dann die Daten, die man auf Papier hat, erst einmal in eine neue Wallet-Hardware irgendwo, Wallet-Software eingeben. Weil wir brauchen ja eine Verbindung zum Bitcoin-Netzwerk, damit wir irgendwann die Bitcoin auch ausgeben können. Und seit den HD-Wallets ist es de facto ausgestorben. Seitdem hat jeder nur noch irgendwo seine Seeds auf Papier. Und die typischen Paper-Wallets, wo man dann so einen Ordner hatte für jede Adresse, einen ausgedruckten QR-Code, kann man machen, ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr nötig und auch eigentlich etwas zu fehleranfällig. Weil wenn man selber dafür verantwortlich ist, was weg ist, ist weg. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Wenn wir überlegen, was müssten wir uns da eigentlich sichern, was ist die geheime Information? Schauen wir mal ein bisschen in die Tiefe rein. Das ist jetzt wirklich auf Bitcoin bezogen. Die anderen Kryptowährungen verwenden zum Teil ähnliche Konzepte, zum Teil abweichende Konzepte. Blockchain ist halt ein Modewort geworden. Da kann man dann im Detail schauen, wie ist es dann wirklich umgesetzt. An der Stelle konzentrieren wir uns auf Bitcoin. Blockchain, klar, besteht aus Blöcken. Die Blöcke wiederum enthalten Transaktionen, und die Transactions bestehen aus Inputs und Outputs. Der Input selber ist ein Verweis auf einen Output aus einem früheren Block. Das heißt, der Input sagt, das war das, was an der Stelle an die Adresse überwiesen wurde. Und der Output selber, unsere Bitcoin-Adresse, ist in Wirklichkeit ein kleines Skript und beschreibt, wie kann man dieses hinterher wieder ausgeben, diesen Amount. Das heißt, der Output enthält die Information, den Amount, um wie viel geht es und was muss ich als Skript erfüllen, um in einer Transaction zugelassen zu werden. Das heißt, für das Ausgeben der Bitcoin, um solch eine Adresse als Input zu verwenden, dafür brauche ich den Private Key. Für den Empfang von Bitcoin, klar, da reicht der Public Key. Beziehungsweise die Bitcoin-Adresse ist am Ende nur eine Transformation von dem Public Key. Also müsste ich mir nur den Private Key merken, weil ich kann den Public Key aus dem Private Key ableiten, und den Private Key brauche ich später, um die Bitcoin auch einzulösen.
Und der Private Key ist ein 256-Bit-Wert, 32 Byte. Wenn ich den merke, habe ich gewonnen. Das ist so die Low-Level-Variante. Das ist als Hexstring, sind das immerhin 64 Zeichen. Das macht schon am PC nicht wirklich Spaß, die einzugeben. Am Smartphone noch viel weniger. Man kann natürlich an der Stelle mit QR-Codes agieren. Ja, wenn man da ein bisschen schaut, sind lustige Sachen bei. Ist heutzutage nicht mehr wirklich nötig. Ich habe es trotzdem mal gezeigt, dass es eigentlich relativ easy ist, aus einem Private Key am Ende eine Bitcoin-Adresse zu generieren. Die einzelnen Schritte sind dort aufgeführt. Es wird erst einmal aus dem Private Key der Public Key generiert. Da kommt so ein Elliptic Curve Algorithmus zur Anwendung. Dann wird darüber über eine Hash-Funktion ein 160-Bit-Hash-Wert gebildet. Es kommt noch ein Präfix dran. Am Ende kommen noch 4 Bytes von einer Checksumme dazu. Und an der Stelle reden wir noch immer von Bitsequenzen, die also sehr, sehr unhandliche Ausgaben werden. Und da hat man sich dann in der Bitcoin-Welt ein Codierung Base 58 überlegt. Die ist so ähnlich wie das Base 64, was wir kennen, hat allerdings ein paar Sonderzeichen weggenommen und besteht dann nur noch aus alphanumerischen Zeichen mit der Idee, wenn man die mit der Maus anklickt, kann man die insgesamt kopieren und nicht die Hälfte weglassen. Das war so die Idee dahinter. Und wie man das so sich anschauen kann, man nimmt einfach eine Wallet, probiert dort diesen so generierten Private Key einmal einzugeben und erkennt, das ist genau die Adresse, die aus dem Skript selber herausgefallen ist. Das heißt, das, was hier an Code durchgeführt wird, führt zu derselben Adresse, was auch die Wallet verwendet. Das heißt, wir haben den Algorithmus dahinter richtig umgesetzt. Jetzt ist es allerdings sehr mühsam, dass ich da für jede Adresse einzeln einen Private Key mir merken muss. Vor allem ist es sehr anfällig dafür, dass man einen Private Key, nach Murphy ist es der mit den meisten Amounts, vergisst zu sichern. Das heißt, man hat dann in seiner Sicherungskopie alle außer dem einen, der wirklich viel Geld enthält. Da kam die Idee auf, dass man mit einem Master Key sich eigentlich neue Private und Public Keys generieren kann. Und dann müsste man sich nur den Master Key merken und könnte davon alle anderen ableiten. Das wäre doch praktisch. Und das ist mit dieser HD-Wallet umgesetzt. Das H für hierarchical und D deterministisch, dass man halt wirklich, wenn man den Master Key hat, exakt dieselben Adressen wieder generieren kann. Und das Ganze kann man halt die einzelnen Schritte an jeder beliebigen Tiefe anfangen und sagen, bis dahin gehe ich und ab dann bilde ich mir die Adressen. An der Stelle würde dann der Master Key aus 256 Bit auf 512 Bit ansteigen. Das heißt, da hätte man noch mehr uns zu merken. Da kam dann die Idee auf, dass man so ein Seed verwendet. Ein Seed sind 12 bis 24 Wörter. Und die lassen sich deutlich einfacher merken. Und eigentlich reicht das schon. Die meisten Wallets unterstützen nachher, dass man selber dann diesen Derivation Pass, in welcher Ecke liegen dann wirklich die Bitcoins. Da gibt es mehrere Standards und da unterstützt eigentlich eine Wallet, dass sie da verschiedene Standards ausprobiert und den Pfad automatisch erkennt, indem er irgendwo Amounts findet. Das Ganze geht in Python auch relativ einfach. Hier habe ich jetzt die einzelnen Schritte nicht direkt mal aufgeführt. Dadurch, dass es Open Source ist, kann man sich es aber gern anschauen. Und so ein Seed von 24 Wörtern kann man dann halt in dem Fall in meinem Electrum Wallet, in der Wallet Hardware oder Software auch eingeben und erkennt halt, das ist exakt die Adresse RR0, die ich vorher im Python als erste Adresse in einem anderen Codestück ausprobiert habe. Wenn ich mir also den Seed merke, habe ich die Info,
wie kann ich daraus wieder die Private Keys generieren, um an die Adressen und an die Amounts dahinter heranzukommen. Also ich brauche einen Private Key, den kann ich mir für jede Adresse einzeln merken, oder ich mache das über ein sogenanntes HD-Wallet, in dem ich den Master Key mir merke und den sinnvollerweise als Seed. Ich müsste ein bisschen Gas geben. Der spannende Teil ist dann, wie baut man sich aus dem Wissen jetzt sein eigenes Security-Konzept zusammen. Überlegen wir erst einmal, was sind eigentlich so die Faktoren, die in unsere Überlegung mit reinfallen. Wir wollen uns schützen, dass wir beklaut werden, dass unser Rechner, unser Smartphone gehackt wird. Da die ganzen Custody-Anbieter, und ich will ihnen nichts Böses unterstellen, sind einfach per se für kriminelle Elemente interessant, weil da liegen einfach viele Coins herum. Je nachdem, wie gut sie drauf sind, haben sie natürlich deutlich mehr Know-how, um solche Angriffe abzuwehren, aber da prasseln die Angriffe halt Tag und Nacht rein. Das eigene Smartphone, ich habe es schon erwähnt, ist grundsätzlich, da sind wir in einem Bereich unterwegs, wo wir nicht die komplette Hoheit haben. Können wir heutzutage eigentlich kaum noch ändern. Selbst mit Open Source Software, man kann nicht sicher sein, dass man nicht doch irgendwo sich Schadsoftware eingefangen hat und das gar nicht mitbekommt. Und auch ein PC, wo die Wolle Tag und Nacht läuft, ist nicht so sicher, wie man sich das vorstellt. Natürlich ist man jetzt nicht unbedingt als Marco Horn mit 50 Euro in Bitcoin der große Angriffsvektor. Aber man sollte im Blick behalten, solche Sachen werden halt von solchen Tools einfach als Beifang gern mitgenommen. Entweder machen sie einen breiten Scan oder sie suchen halt was anderes. Sie suchen die Logins für das Online-Banking. Und wenn sie dann eine Wallet-Software finden, die sie kennen, und bekannte Wallets sind ja einfach zu detekten, dann wird das natürlich gleich mit abgegriffen. Was geht, geht. Und dafür gibt es dann eigentlich auch Tools. Und ja, nur noch mal als Hinweis, Copy and Paste, das haben wir alle noch im Hinterkopf, wie oft eigentlich welche Apps die Zwischenablage auslesen. Gab es letztens mal wieder einen Skandal im Smartphone-Bereich, ist aber auch bei anderen Softwarelösungen, selbst unter Linux ist das üblich, dass andere Prozesse die Zwischenablage mit ein- und auslesen. Diebstahl ist jetzt eher so die physikalische Geschichte. Ich habe irgendwo mein Seed mir notiert, ich habe einen Zettel davon. Sobald der in fremde Hände gerät, kann jemand anders mit dem Seed auf die Coins zugreifen. Und zwar eine Kopie in falschen Händen reicht. Wenn ich also 1000 Sicherheitskopien mache und die überall verteile, bin ich nicht automatisch sicherer aufgestellt, weil wann immer ein Zettel davon in fremde Hände gerät, ist das Geheimnis bekannt. Dann kurzer Hinweis, eine Fotografie des Seeds reicht natürlich. Wir reden hier nicht über einen Tresorschlüssel, der da ist oder dann weg ist. Wir erkennen noch nicht einmal, ob das Ding in fremde Hände geraten ist. Und ja, Fotografie, nur so der Idee, wie viel von Regierungsmitgliedern schon mit Geheimpapieren unterm Arm erwischt wurden, die dann natürlich von den hochauflösenden Kameras heutzutage dann auch einfach mal reinzoomen können und sagen können, daran arbeiten die gerade. Das ist also das Geheimnis. Und bei Einbruch oder wenn man im Interesse der Justiz steht, auch bei Hausdurchsuchung, kann sowas natürlich auch schnell mal kopiert werden. Smartphone raus, zack, abfotografieren, vielleicht ist es ein Seed. Man merkt nicht, dass das weg ist. Und ja, Smartphone, Laptop sind unter Umständen auch schnell geklaut. Eine viel größere Gefahr ist eigentlich der Verlust des Keys. Und da kann ich nur eindringlich darauf hinweisen. In dem Bestreben, dass man etwas möglichst sich nicht stehlen lassen will, kann man sich da super schnell selber ein Bein stellen. Das fängt an mit, ich kann mir das ja merken. Und dann stellt man fest, das Gedächtnis ist nicht so gut, wie man das möchte. Oder man speichert diese 24 Worte auf einem hardwaregeschützten Stick, wo man nochmal ein Passwort eingeben muss, damit man drauf zugreifen kann, und der Stick lässt nur 10 Versuche zu, bis er sich selber zerstört.
Und dann merkt man, man hat das Passwort vergessen. Man wäre nicht der Erste in der Welt. Wenn man das Ganze auf Papier hält, Papier ist grundsätzlich einige Jahrzehnte haltbar, aber Papier kann feucht werden. Ich selber hatte schon mal einen Wasserrohrbruch in der Wohnung über mir, das war nicht lustig. Da kann man auch die Hälfte der Sachen einfach wegschmeißen, weil sie nicht mehr wirklich lesbar sind. Papier kann verbrennen. Papier kann extrem schnell aus Versehen mitentsorgt werden. Also was ich alles schon beim Siedeln weggeworfen habe oder vermutlich beim Siedeln weggeworfen habe. Ja, wenn man das Ganze auf Plastikkarten irgendwo sichert, die sind teilweise auch bei Hitze schnell zerstört. Das heißt, ja, im Blick behalten, wenn eine Plastikkarte mit einem geschützten Code, den man erst freirubbeln muss, die einzige Stelle ist, wo das Secret existiert, dann ist das Ding beim nächsten Feuer erledigt und kein Mensch kommt mehr dran. Ja, und sich selber aussperren, da gibt es natürlich, ich habe es ja mal aufgebracht, noch ein paar interessante Geschichten. Man kann irgendwas im Wald vergraben und findet nachher den Ort nicht mehr. Alles schon da gewesen. Man kann die Kopie bei irgendwelchen Freunden hinterlegen, damit es nicht eine eigene Wohnung ist, oder eine zweite Kopie bei Freunden und die eigene hat man schon entsorgt aus Dummheit und stellt dann fest, die Freunde haben das irgendwo entweder entsorgt oder es ist irgendwo nicht mehr auffindbar. Oder eben die Kopie selber ist verschlüsselt und man hat das Passwort vergessen. Und eine Geschichte könnte man gerade in Richtung Hardware-Wallets, würde ich euch ans Herz legen, dass ihr darauf achtet, Vendor-Login. Es ist durchaus möglich, dass man sich bei der Wahl seiner Wallet auf eine nicht standardisierte Lösung einigt, dass halt dieser zieht dieses Geheimnis dann wirklich nur noch mit der einen Hardware- oder Softwarelösung brauchbar ist. Und das könnte sein, dass der Hersteller in Insolvenz geht, das könnte sein, dass die Software aus welchen Gründen auch immer von irgendwelchen Konzernen weggeklagt wird aus GitHub, alles schon da gewesen. Und dann sitzt man da mit dem Seed und im Falle eines Falles hat man keine Möglichkeit mehr, diesen Seed einzugeben. Daher der Gedanke, zur Not kann man das selber bauen, wie man aus der Seed auf die Private Keys kommt. Und hier ist es durchaus ein interessanter Trend, dass viele Hardware-Wallet-Hersteller sogar ihre Hardware-Lösung im Open-Source-Bereich einsetzen. Und deshalb, wenn ihr auf Hardware-Wallets setzt, dann achtet drauf, Open-Source ist da das Zauberwort. Eine Gefahr hatte ich ja schon erwähnt, man kann halt auch relativ unvorbereitet in jüngeren Jahren mal aus dem Leben gerissen werden. Und da gibt es durchaus viele Menschen, die dann sowas bringen, ihrem Lebenspartner mitgeben, wenn mir mal was passiert, rufe diesen Freund an. Ja, für mich interessant war, wie der Kurs anziehen kann. Als ich mich ein bisschen mit dem Bitcoin beschäftigt habe, lag der Kurs noch bei 10.000 Euro für einen Bitcoin. Ich habe keinen ganzen Bitcoin gekauft. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, heute war er etwa bei 50.000 Euro. Das heißt, der ist heute fünfmal so viel wert wie erst vor wenigen Monaten. Als ich also mit angefangen habe, war mir gar nicht bewusst, um welchen Wert es dabei eigentlich geht. Und deshalb meine persönliche Empfehlung wäre, es gibt einen Standard, dieser BIP 39, der definiert, wie so ein Seed aussieht. Den kann man dann mit 24 Worten definieren. Da gibt es eine relativ hohe Sicherheit. Die Seeds selber sind so angelegt, dass die Worte möglichst schon nach vier Buchstaben eindeutig sind und man damit von der Software schon animiert wird, das richtige Wort zu treffen. Also im Gegensatz zu Worten, die einem selber einfallen, sind das halt Worte, die
klar definiert sind. Und es gibt eine Liste mit den knapp 2000 Wörtern. Und damit gibt es dann eine Art Fehlerkorrektur bei der Eingabe. Das heißt, was ich aufschreibe, kann jemand anders mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch aus meiner Sauklaue noch erkennen. Das ist sehr praktisch. Das wäre zum Beispiel bei irgendwelchen Hexcodes definitiv nicht der Fall. Und dann den Seed nicht nur aufschreiben, sondern auch eine klare Info aufschreiben. Was ist das? Es ist ein Bitcoin-Seed, 24 Worte, BIP 39. Schadet nichts, wenn man es dazu schreibt. Weil in 5 Jahren, es ist erstaunlich, wie viel man da vergessen kann. Und vielleicht schaut man den Zettel erst in 10 Jahren an. Persönlich würde ich auch dazu raten, dass man zumindest einmal jährlich reinschaut in die Wallet. Klingt albern, ist aber so, die Leute, die jetzt auf der Müllhalde unterwegs sind und ihre alten Festplatten suchen, die haben damals die Bitcoin geholt, als für 10.000 Bitcoin eine Pizza gab. Da war das Zeug nichts wert. Dann liegt das eine Weile herum, man achtet nicht drauf und irgendwann stellt man fest, wo liegt das überhaupt? Wo liegen meine Seeds, wo liegt der Zettel, habe ich die Kopie noch, funktioniert das? Und im Hinterkopf behalten, gibt es noch Wallets, die mit dem Format arbeiten können? Im Zweifelsfall, wenn dann was Neues gefunden wird, was viel Hipperes und Neueres, kann man mit von einer Adresse auf die nächste das Ganze übertragen und sich einfach dann den neuen Seed merken. Und persönlich natürlich, den Seed würde ich an 2 Locations aufbewahren. Nicht im selben Ordner, weil wenn man ihn wegschmeißt, ist die Gefahr groß, dass man beide wegwirft. Und eventuell nicht im selben Zimmer. Wasserrohrbruch, Feuer, was auch immer. Aus diesen Copy-and-Paste-Gründen im Hinterkopf behalten, ein Seed gehört nicht im Klartext auf einen Rechner. Es ist so schnell passiert, dass man den Seed irgendwo doch mal mit Copy-and-Paste noch in der Zwischenablage hat und schon hat man irgendwo eine Chat-Anwendung offen, die dann denkt, sie liest mal schnell die Zwischenablage aus, um zu erraten, was du als nächstes schreiben möchtest. Das Ding ist in der Welt. Jetzt kann man mit Bitcoin noch mehr machen als nur die simplen Adressen, wie ich bisher genannt hatte. Die Mehrzahl der Bitcoin-Adressen sind in diesem Format, wo es halt ein Public Key gibt, aus dem die Adresse generiert wird und mit dem Private Key kommt man wieder heran. Dadurch, dass die Inputs und Outputs bei Bitcoin in Wirklichkeit Skripte sind und die Adressen eigentlich nur die Transformation dieses Skriptes, kann man auch komplexere Skripte schreiben. Beliebt sind dabei die Multi-Signature-Adressen. Da wird dann in der Adresse, werden zum Beispiel 2 von 3 Private Keys reichen zum Einlösen, dann sind in der Adresse, die entsprechend länger wird, 3 Public Keys enthalten. Und wenn ich zu diesen 3 Public Keys 2 Private Keys angebe, dann kann ich das Ganze einlösen als Input. Das sind diese Multi-Signature-Geschichten. Und das könnte ich durchaus verwenden, um zu sagen, ich teile mein Secret auf und habe 3 Private Keys in 3 verschiedenen Locations gespeichert. Wenn ich 2 davon verwende, kann ich wieder an die Funds rankommen. Es gibt die Lösung, dass ich den Seed mit den 24 Worten um ein weiteres Wort ergänze, was ich mir merke. Das ist ein bisschen die Idee von der Two-Factor-Authentification. Etwas, was ich habe, nämlich den Zettel mit dem Seed, plus etwas, was ich weiß, das Zusatzwort. Und zusammen ergibt das dann das, wie soll man sagen, zusammen ergibt das den Zugriff auf den Master Key und damit auf all meine Adressen. Kann man machen. Allerdings ist dann die Frage, wenn das Zusatzwort nicht mehr bekannt ist, wird es schwierig. Dann kann man es nur noch erraten. Wenn es der Name des Hundes ist oder der Geburtstag, könnten das vielleicht die Angehörigen auch schaffen. Im Zweifelsfall kann das aber dazu führen, dass man sich damit wieder ins eigene Knie schießt. Natürlich kann man das Zusatzwort auch auf den Zettel aufschreiben, aber dann ist die Frage, warum macht man das? Dann kann man auch den Seed alleine hernehmen. Dann habe ich nur einen Sicherheitsvektor, nämlich das, was ich auf dem Zettel stehen habe.
Und dann gibt es noch die interessante Lösung, dass man hergeht und sagt, man könnte in einer Hardware-Wallet auch mehr als an einer Stelle die Bitcoin parken, weil die Hardware-Wallet, wenn man den Seed eingibt, versucht ja zu erkennen, über welchen Ableitungspfad in diesem Derivation, wie muss ich welche Steps durchgehen, wo liegen dann wirklich Amounts auf dem, wo liegen dann die Amounts drauf. Da kann man eigentlich eine Hidden Wallet ansetzen und zusätzlich eine Wallet, die dann als erstes gefunden wird, auf der ein bisschen Kleingeld herumliegt, so ein bisschen als Köder. Jemand kommt auf die Wallet, kann drauf zugreifen, findet die wenigen Amounts aus der Köder-Wallet und mit etwas Glück hat er die Hidden Wallet nicht gefunden. Und man selber ist vielleicht schneller dabei, die Sachen zu retten, wenn man Zugriff auf diese Köder-Wallet erkennt. Das geht jetzt allerdings alles ein bisschen weit in Richtung, ich möchte mal sagen, Paranoia. Man kann versuchen, das Ganze möglichst sicher zu gestalten, aber die Gefahr ist, dass man das halt sich sehr, sehr schnell selber aussperren kann. Deshalb habt das im Hinterkopf. Denkt dran, vertraut euren eigenen Gedächtnis nicht und vertraut nicht darauf, dass die zwei Zettel, die ihr irgendwo im Wald vergraben habt, ausreichen. Zum Abschluss hätte ich noch ein paar Ideen, wenn man schon mal jetzt als Hacker daran geht und überlegt, wie kann ich jetzt mit meinem Bitcoin-Blockchain-Wissen ein bisschen etwas machen. Und da habe ich mir überlegt, so als Software, das war das Erste, was mir durch den Sinn ging, damit ich eine Adresse bilden kann, ob es jetzt die Master Key ist oder was auch immer, brauche ich einen Zufallswert. Je zufälliger, umso besser. Und ein guter Zufallsgenerator in Software ist ja praktisch unmöglich. Jetzt haben wir alle ein Handy in der Hand und ein Handy hat ja diverse Sensoren, die wunderbar Entropie liefern können, wenn man möchte. Bewegung, Magnetfeld, was weiß ich. Das heißt, einen simplen Entropie-Shaker, wo das Handy als Eingabemedium nutzt, um eine neue Adresse zu bilden, wäre durchaus ein lustiges Projekt. Kann man machen. Dann, womit ich jetzt die letzten Wochen mich ein bisschen beschäftigt habe, man kann natürlich das Handy auch dazu hernehmen, für Adressen einfach die Infos abzufragen aus der Blockchain. Solange man die Bitcoin da drin nicht ausgeben möchte, muss man den Private Key nicht können. Und den Private Key möchte ich ja dem Handy nicht in die Hand geben, weil das ist ja unsicheres Gerät. Aber der QR-Code scannen, Bitcoin-Adresse per Hand eingeben, die Blockchain ausfragen, vielleicht auch über die HD-Wallets. Da gibt es auch einen Master Public Key, mit dem man nur die Public Keys von den ganzen Adressen abfragen kann, da lässt sich durchaus einiges machen. Und sobald man anfängt, als Maker wirklich in die Hardware-Richtung zu gehen, das ist jetzt nicht unbedingt mein Spezialgebiet, da könnte man sich überlegen, man könnte zum Beispiel diesen Private Key irgendwo in einem seiner Bastelarbeiten, sei es ein irgendeine Art Kunstwerk oder was weiß ich, da könnte man es einfach irgendwo als Seriennummer hinterlegen. Im Gegensatz zu so einem Seed aus diesen bekannten 2048 Worten, die wird nicht jeder auswendig können, aber bei, oh, da stehen 12 oder da stehen 24 englische Worte, Moment, ich probiere es mal, ob es vielleicht ein Seed ist. So eine reine Hexnummer ist die Gefahr praktisch null, dass das jemand ausprobiert, ob das vielleicht der Private Key von einer Bitcoin-Adresse ist. Ich würde es vielleicht auch nicht Seriennummer nennen, aber wie gesagt, man kann sowas wunderbar irgendwo verstecken in einer Holzschnitzarbeit und damit ist es dann immer im Blickfeld und im Zweifelsfall weiß man, aha, ich nehme da meine Laubsägearbeit von vor 10 Jahren und kann den Key ablesen. Wäre eine Idee. Oder man könnte auch hergehen und mit einem Raspi einfach so ein cooles Projekt verwirklichen. Da habe ich schöne Ansätze auch im Netz gefunden.
Der hat dann so eine Art wie einen digitalen Bilderrahmen aufgebaut. Und der würde dann halt auch im Hintergrund einfach die aktuellen letzten Transaktionen zeigen. Da könnte einfach mit den Public-Informationen über den Status der Wallet oder über den Status der Blockchain die Amounts raussammeln und den aktuellen Tauschkurs vielleicht noch anzeigen. Das Ganze mit dem Electric Paper verlinken, E-Ink. Man kann einen Chartverlauf draufsetzen. Man könnte durchaus mit bunten Leuchtdioden versuchen, fallende und steigende Kurse darzustellen. Da ist sehr, sehr viel möglich. Also, wenn es euch so geht wie mir, sobald man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, werden die Ideen eigentlich mit jedem Tag mehr, was man damit eigentlich alles machen könnte. Ja, und ansonsten kann ich euch nur sagen, happy coding. Es ist überraschend interessant, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil wirklich viele Informationen frei verfügbar sind. Es gibt diese BIP, Bitcoin Improvement Proposals, die orientieren sich von der Idee her an den alten RFDs, wie das Internet eigentlich entstanden ist, und beschreiben dort die Standards. Das gibt eine sehr offene Dokumentation darüber. Es sind alle möglichen Ciphers und Verschlüsselungsroutinen bekannt. Das heißt, auch da wird viel auf Open Source gesetzt. Es gibt sehr viele Open Source Beispiele dafür. Das, was ich hier verwendet habe, um einfach mal ein bisschen hinter die Anatomie von den Adressen zu schauen, das Python Bitcoin Projekt, das zeigt auch einiges an Source Code an. Und das Learn Me a Bitcoin kann ich persönlich empfehlen. Das hat mir sehr, sehr viel gezeigt und ist auch jetzt noch eine meiner Lieblingsseiten. Für jemanden, der dann gern nebenbei etwas für die Ohren möchte. Es gibt auch wunderbare Podcasts von dem 21-Bitcoin-Projekt. Und da gab es unter anderem auch eine Folge über Nachlassverwaltung, wo jemand mal ein komplettes Buch darüber geschrieben hat. Wie kann man das eigentlich vererben? Natürlich gibt es auch zig andere Folgen über jeweils andere Details aus der Bitcoin-Welt. Und das wär's von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr könnt meine Begeisterung dafür etwas teilen. Vielen Dank für diesen sehr interessanten Talk. Ich habe viel gelernt und ich bin mir sicher, auch andere haben viel gelernt. Machen wir noch eine kurze Fragerunde für die Fragen, die aufgetaucht sind. Eine Frage, die gleich am Anfang gestellt wurde. Du hast erwähnt, dass du gerne Bitcoin zum Spenden verwendest für irgendwelche Online-Projekte. Eine Frage, die dazu aufgetreten ist, ob das denn Sinn macht, mit Bitcoins zu spenden, wenn es doch recht hohe Transaktionsgebühren geben kann. Ob dann nicht viel für die Gebühren drauf geht, statt dass die Spende wirklich ankommt. Da kann ich halt aus meinem eigenen Erfahrungsschatz sagen, man kann im Bitcoin-Netzwerk die Gebühren meist selber beeinflussen. Es kommt jetzt auf die Wallet-Hardware, Software. Dieses Electrum erlaubt das mit einem Schieberegler, wenig Gebühren, dann wird die Transaktion vermutlich etwas länger dauern, was aber bei Spenden durchaus okay wäre. Da kommt es jetzt auf 2 Stunden nicht an. Und die Spenden, wenn ich dort etwas im Gegenwert von 50 bis bei einem Projekt auch mal 100 Euro gespendet habe, da liegen die Gebühren etwa bei 50 Cent bis 1 Euro. Allerdings sind die Gebühren tagesabhängig, auch tageszeitabhängig. Bei kleinen Werten allerdings definitiv. Bitcoin für Beträge derzeit unter 20 Euro wird sich, glaube ich, nicht lohnen. Da wird es dann aufgefressen von den Gebühren. Gute Frage. Also eher für große Beträge. Genau. Vorteilhaft. Wunderbar. Sonst direkt Fragen hat es keine mehr gegeben, nur sicher interessant, nachdem es sehr gut zum Vortrag passt, hat jemand im IRC-Chat auch erwähnt, selber Bitcoins verloren zu haben. Und das ist vielleicht interessant, das scheint in dem Fall eben ein über eine Custody gewesen zu sein, die dann mutmaßlich die selbst entwendet hat. Ja,
Ich habe in dem Sinne als eigene Erfahrung zwar noch keine Bitcoin verloren, allerdings auch schon mal deutlich zu viel überwiesen. Was weg ist, ist weg. Da hatte ich Glück, dass mir der Gegenüber, danke Timon, freundlicherweise die Sachen zurückgesendet hat. Also fast jeder, der ernsthaft mit Bitcoin sich beschäftigt, hat da irgendwo seine eigene Verluststory parat. Das ist durchaus ein lustiges Partygespräch. Ja. Ansonsten bin ich noch nicht lang genug dabei, um Papiere wegzuschmeißen. Das ist mir allerdings in meinem Leben vor Bitcoin so oft passiert, dass ich das auch für möglich halte. Es ist alles nicht unbekannt zu normalen Bargeld. Den 20er vom Oma, den man mal bekommen hat, dann auch im Briefkuvert war und dann ist das Briefkuvert im Müll. Exakt. Wie schneller mal weg. Und bei Hardware im Kopf behalten, klassischerweise ist Papier haltbarer als Hardware. Weil die ganzen alten Disketten, CDs, USB-Sticks, Festplatten, die man herumliegen hat, da, wo der langweilige Kram drauf ist, die sind in 200 Jahren noch lesbar. Aber das mit den interessanten Infos, die hat nach 2 Tagen schon einen Fehler. Also ich würde nicht nur auf Hardware setzen. Ja, wunderbar. Eine Frage ist noch eben gerade jetzt noch reingekommen. Wenn du mich fragst, wie ist das mit dem Lightning Network? Das sagt mir persönlich nicht, so ist dir sicher bekannt. Ja, genug und gut gegen Gebühren. Genau, das Lightning Network, das ist die Idee, dass man mit Bitcoin im Hintergrund versucht, eine Art Bezahl-Channel neben der Blockchain aufzumachen und damit die hohen Gebühren zu umgehen. Lightning, ich möchte es gerne beim nächsten Grazer Linux-Tag mal als Projekt vorstellen. Dann vielleicht, wenn wir wirklich wieder vor Ort sind, mit ein bisschen Hardware dazu. Was vielleicht auch mal vorführen kann. Das ist sich leider für dieses Jahr nicht ausgegangen. Da sehe ich persönlich eine große Zukunft drin. Ja. Ja, wunderbar. Eine Frage ist jetzt noch gekommen und die geht sich noch aus in 2 Minuten. Wenn er dann fragt, wie sieht es mit U2F-Keys zum sicheren Wallets aus? Also YubiKey zum Beispiel. Brauchbar? Nicht so? Habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht ganz am Radar. Hat auch einen Link dazu gepostet, also vielleicht kann man sich das ja im Anschluss machen. Genau, ich schaue es mir gern an. Vielen Dank für den Input und werde dann gleich noch darauf antworten. Wunderbar. Ich lasse noch einen Link im IRC zum Jitsi-Chat. Es ist jitsi.linuxtage.at/bitcoin. Für ein paar Minuten oder je nachdem, wie interessant die Diskussionen sind, wird Marco, denke ich, gern noch für ein Gespräch zur Verfügung sein. Ansonsten sage ich nochmal vielen Dank für diesen Vortrag. Es war wirklich sehr interessant. Ich darf nochmal kurz einladen zu den anschließenden Vorträgen. Also in 13 Minuten ist es 15 Uhr. Da haben wir wieder 3 interessante Vorträge. Im Saal 1 zum Streaming von Musikkonzerten mit OBS Studio. Im Saal 2 Educate Collaborative Collabora Online and Moodle. Und im Saal 3 zum Koi-Tastatur-Learn. Dann vielen Dank noch einmal. Ein Feedback-Link gibt es auch in IRC, bitte gerne verwenden. Und das war's. Danke. Vielen Dank.